So, ich habe unsere Tagesaufgabe schon im Blick und ich habe richtig Bock drauf, denn das ist so die letzte Altlast, die von der Anfangszeit noch übrig ist. Und auf geht's, kommt. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem guten alten Ragnar. Und hier seht ihr auch schon unsere Tagesaufgabe. Der ganze Scheiß hier muss noch ein bisschen verpackt werden. Und der Scheiß da hinten, der kriegt ein eigenes Gebäude. Das ist unsere Kupferproduktion. Wir gehen da mal einmal runter. Oh, das tut weh. Oh, doch nicht. Super. Ich hoffe, dass wir schaffen das in der Folge. Aber ich glaube, wir werden sogar ein bisschen Zeit übrig haben. Was ich jetzt schon mal gemacht habe, ich habe hier schon mal angefangen, die Dinger langsam leer zu räumen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber das ist gar nicht weiter wild. Wir fangen nämlich erstmal hier mit dem Fabrikgebäudchen an. Ne? Setzen hier schon mal die ersten Mauern rum. Gucken einmal, ob wir hier dran vorbeikommen. Ich bezweifle es tatsächlich. Ich denke, da haben wir schon das erste Problem. Jo, ich könnte ihn jetzt ein Müh weiter rüber setzen. Aber ich lasse mir einfach ein bisschen mehr Platz. Ne? Ich habe gesagt, ich will mir mehr Platz machen bei der Produktion. Oder generell in den Hallen. Und ich möchte zu meinem Wort stehen. Ist was wert, oder? Denn so wie es ist, geht es einfach nicht weiter. Es ist alles hier dicht auf dicht und bäh und pfui. Und die letzte Halle hängt mir immer noch in den Knochen tatsächlich. Also machen wir es ein bisschen anders. Hier ist auch ein bisschen Kuddelmuddel, aber das ist noch dem Umbau geschuldet, den ich leider machen musste, weil ich den Spielstand vermüllert habe. Und was ist denn? Das sieht aber grisselig aus. Ekelhaft. Und naja, wir gucken jetzt erstmal, wie weit wir hier unten kommen, ohne dass wir da den anderen Kram wegreißen müssen. Aber das müssen wir nachher sowieso auch noch machen. So, hier haben wir Strömung. Warum geht einmal Strom hier rüber? Das ist ja Tinne hoch 10. Was haben wir denn hier gemacht? Meine Güte. Moment. Wir fangen mal hier an mit Abreißen. Und setzen uns hier erstmal ein Tor rein. So. So rum hoffe ich. Ne, so rum nicht. Zack. So rum dann. So passt's. Sehr schön. Gehen wir gleich einmal da ran. Und nach da hoch. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier die Stromkabel ransetzen können. Da sitzt das andere. Dann ist das wahrscheinlich der erste Zugang, den wir hier legen müssen. Wieder ein Tor dahin. Na, wo haben wir es? Da haben wir es. So rum. Erstmal so, dass die Produktion schön weiterlaufen kann. Und dann würde ich einfach mal behaupten. Nee, da will ich da so einen doppelseitigen Mast haben? Eigentlich nicht. Wir gucken mal gerade. Wie hatten wir da hinten gebaut? Zwei so und dann oben dicht, weil da der Servicegang ist. Wir gucken mal, wie wir das hier machen. Wow, da war ich selbst gerade ein bisschen verwirrt. So. Und dann hatte ich ja meistens unseren Stromkram. Da so dran, ne? Das würde ich auch beibehalten wollen. Dann könnten wir erstmal Strom hier reinlegen. So. Und die ganzen Masten hier, die sollen weg. Was gehen die mir auf den Knie, ey. So, aber die kriege ich noch nicht weg, weil ich hier noch kein Dings lang bauen kann. Gut. Wen verbindest du denn? Gehst du. Du verbindest eigentlich nur den nächsten Mast. Das können wir ja schon mal ändern. Obwohl der Mast da mittendrin soll eigentlich auch weg. Ach scheiße, dann steht die Produktion halt kurz. Ist am Ende auch nicht so wild. So. Gott, ist das ungewohnt ruhig. Das ist ja verstörend. Da machen wir ein Tor rein. Und dann machen wir erstmal hier mit Fenstern weiter, würde ich sagen. Damit wir hier ein bisschen Strom langlegen können.
Damit wir den Scheiß auch wieder schön ans Laufen kriegen. So, der ist falsch rum. Ich hasse es, wenn sie sich einfach umdrehen. Und von weiter weg fällt es noch viel weniger auf. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Gut, da lassen wir halt zwei frei. Das ist einfach so. Und dann so. So. Jetzt kriegt der Kram hier vorne erstmal gleich wieder Strom. Na komm. So. Du kannst dann hier alles weg. Sämtliche Strommasten hier drin kommen weg. Die haben hier nichts mehr drin verloren. Die will ich ja auch nicht mehr sehen. So, dann kommt da noch einer hin. Und dann können wir erstmal mit dem Verteilen anfangen. Na, nicht genug Schwung, natürlich nicht. Nehmen wir halt die Leiter. So. Du gibst dahin, du gibst... Na, der muss wohl noch einen weitergeben hier. Wohl, warte mal. Da können ja zwei ran, ne? Der eine nach hier und der nächste nach da. Dann brauchen wir hier erstmal wieder Wände. Weg den Scheiß. Wand ran. Zack. Und dann 1, 2 und natürlich passt das nicht. Und das hier passt. Was ist ultra hässlich. Höllen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. So, und dann gehst du dahin. Den grundsätzlichen Aufbau der Fabrik lasse ich erstmal so, ne, damit das hier erstmal gleich wieder geht. Aber das werden wir auch noch ändern. So, du versorgst dann den und du versorgst... Oh. Mut zur Lücke, meine Güte. Und den. Dann laufen hier erstmal die vier Konstruktoren hier hinten. Ein guter Anfang. Was fehlt denn dann noch? Okay, die stehen natürlich, weil die stehen. Die stehen, weil sie noch keinen Strom bekommen. Und von wo die Strom bekommen, müssen wir auch erstmal gucken. Von der Seite lohnt sich irgendwie nicht. Das heißt, wir müssten das vielleicht hier hinsetzen. Na gut, dass Eisenplatten gleich um die Ecke sind. Wie sieht es mit Beton aus? Wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, oder? 18. 18 ist wenig. Holen wir uns erstmal ein paar Eisenplatten. Den stacken wir mal voll. Dazu gibt es noch ein bisschen Beton. Und Rinder. 300 ist ein Anfang, ist nicht die Welt, aber ein Anfang. Die produzieren hier fleißig. Wieso? Du sollst da nichts mehr reinliefern. Hör auf damit. Ich will, dass sie leer sind, verdammte Axt. Und nicht immer voller werden. So. Dann gibt es hier weiter Scheiben. Wow, was für eine schöne Lichtstimmung, meine Herren. So, das haben wir. Und dann können wir hier auch gleich weitermachen. Das steht soweit, ja. Hier machen wir dann mal noch ein Tor hin. Ja, ich glaube, das ist sinnig. Und dann ziehen wir mal die Wand rum, soweit wie wir kommen. Und bis hier muss hier am Ende. Oha, da haben wir noch nicht viel Luft. Da muss noch... ich sehe nichts. Ganze Menge Scheiße weg. So, bist du leer? Gut. Dann kann der schon mal weg. Und das auch. Und das auch. Und dann ist mein netter kleiner Spielcharakter ein bisschen voll. Naja, gut. Ich krieg jetzt eh nicht genug Platz geschaffen. So. Strom für die Manufaktoren. Und machen wir den wohl hier. Da wieder drei. Wie auf der anderen Seite.
Schön, wenn es passt. Und ja. Mal gucken, wie hässlich das wird. Ich werde es wohl von hier machen müssen. Weil das sonst... Oder meist von der anderen Seite? Nee, dann geht das hier überall wieder durch. Das sieht doch auch scheiße aus. Da ist der nächste. Nee, das ist kacke. Wenn die Kabel noch länger. Lange Kabel gehen mir auf den Sack. So, und dann fehlen nur noch die beiden. Und das liegt nur daran, dass der hier immer noch am Leerlaufen ist. Meine Fresse. Da sind wir ja morgen noch bei. Ich bin ein bisschen vollgepackt, habe ich das Gefühl. Ein pimmeliger Turbodraht, der kann mal eben weg. Und dann können wir zumindest das hier erstmal aufnehmen. Alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen. So. Moment, ich habe vorhin... Achso, nee, ist richtig. Richtige Höhe auf jeden Fall. Okay, legen wir doch erstmal hier hinten gleich das den Strom lang. Und dann kann der Scheiß zumindest erstmal weiterlaufen. Ach ja. Die großen Probleme eines kleinen Mannes. So, dann haben wir den hier wieder. Und einen kriegen wir tatsächlich noch. Und zack, 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 zack. Und dann können wir damit weitermachen. Irgendwo muss ich hier nochmal so einen zweiseitigen machen, aber das ist jetzt erstmal noch wurscht. Den frei, dann hier hin. Hier passt es genau, das ist ja herrlich. Hier waren, glaube ich, zwei frei, damit es passt, genau. Einmal Kabel verlegen. So. Und dann läuft das hier gleich wie ein Länderspiel wieder. Ach, hier ist noch so ein blöder Mast, ey. Wo kommt der denn jetzt her? Vor allem, wo führt der hin? Ich habe hier hinten noch gar keine Produktion mehr für irgendwas. Der steht hier sinnlos. Ach du, ah. Okay, das müssen wir relativ zügig machen. Da nehmen wir den hier einmal weg. Und machen hier so einen doppelseitigen. Weil ansonsten hat der Schredder da hinten keinen Strom und das wäre ganz schön doof. Auch wenn das hier jetzt nur ein Provisorium wird. Ich habe mich verlaufen. Scheiße. So, und du schickst dann erstmal an den da Strom. Na, wo ist er? Da ist er. Zack, dann läuft er erstmal wieder. Hoffe ich zumindest. So, dann kommst du, Scheißding, hier weg, weil dich kein Mensch braucht. So, wo haben wir denn da drüben die Tür? Einmal da vorne, glaube ich. Hier. Gut, hier wäre dann der Durchweg. Und der hier, dem Strom und eigentlich auch den, wenn er irgendwo durchläuft. Nee, sauber dran vorbei. Schön. Herrlich. Wo war die Kiste? Da war die Kiste. Kann ich das noch aufnehmen? Ja. Gut, dann können wir den ganzen Scheiß hier schon mal wegreißen. Inklusive dem scheiß Strom hier. Oha. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wir reißen jetzt mal alles weg. Das kommt gleich alles wieder. Und dann wird das schon. Dich können wir noch nicht wegreißen. Dich können wir schon wegreißen. Hier hinten kommen nachher die Kabel. Was war das? Hier kommen nachher Kabel hin. Da Draht und da Kupferkram. Wieso braucht das eigentlich so lang? Achso, weil das 500 der Stacks sind. Scheiße. Wir beschleunigen das mal einmal hier. So. Gib mal her den Kram.
Das dauert ja ewig und drei Tage sonst. Oh, das war so auch nicht geplant, aber egal. Aber egal. Zack. So, Aufgabe erfüllt. Das hier nehmen wir uns wieder rein. Kann dann auch weg. Und du kommst generell weg. Sollten wir hier alles drin haben. Sehr schön. Vierseitiger Rahmen kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Aber egal. Und das Kupfer, ja gut, ist halt da. Ist soweit okay. So, dann kannst du weg. Dann kannst du weg. Und ich bin immer noch maßlos überfüllt. Hier liegt ein Haufen Scheiße rum, den ich nicht brauche. Ganz toll. Ach, hier eine der ersten Sachen, die ich gebaut habe. Und jetzt reiße ich es wieder ab, ey. Ich fühle mich fast schlecht dabei. Und der ganze Scheiß bleibt hier liegen. Naja, ist dann erstmal so. Aber ich brauche den Platz. Und vor allem muss der Miner hier noch ausgerichtet werden. Muss hier mal gerade ein bisschen was zwischenlagern. So. Dich brauche ich gerade nicht. Dich brauche ich gerade nicht. Dich brauche ich gerade nicht. Du kannst eigentlich geschreddert werden, aber trotzdem liegst du hier rum. So, so, so. Den ganzen Kram einmal raus. So. Dann muss ich nämlich den Kram für den Miner wieder einsammeln. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier reorganisieren. Erstmal kommt das hier weiter. Die Kante würde ich da ganz gerne erhalten. Und hier werden wir wohl auch noch ein bisschen breiter werden müssen. Das sollte gehen. Dann hier einen neuen Miner hin. Können wir gleich Mark 2 machen, wenn wir schon dabei. Wieso habe ich denn jetzt nur einen Miner wieder bekommen? Ach, weil ich da nur einen Mark 1 drauf hatte. Das ist ja dumm. Dann bauen wir uns fix eine Werkstatt. Tü-tü-tü, das kriegen wir doch hin. Und weg damit. Oha, hier muss definitiv noch eine Tür hin. Das geht so nicht. Und meiner Mark 2. So, ich glaube, ich würde ihn weiterhin so ausgerichtet lassen, tatsächlich. Ich muss hier trotzdem eine Wand hin. So, bis hier. Und hier verkleide ich, glaube ich, wieder so ein bisschen. So. Hier kommt der Naturerhalt hin. Macht das Sinn, dich so auszurichten? Irgendwie nicht, ne? Okay, ich brauche ja eigentlich auch nur drei Konstruktoren und eine Schmelze. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Ich habe hier auf jeden Fall erstmal genug Platz, um den ganzen Tinnef aufzuheben. Dass die Kisten hier nicht mehr im Weg rumstehen, das wäre ja schon mal schön. Ach ja, es war am Anfang noch alles so schön simpel. Ne, so langsam kommt man ja auf ein Level, da muss man tatsächlich drüber nachdenken, was man da macht. Was ein Scheiß. So, so, so. Und hier liegt noch eine sinnlos rum. Schön. Und hier noch eine. So. Jetzt machen wir hier erstmal die Wand dicht. Damit das erstmal so halbwegs abgeschlossen ist. Und dann können wir hier tatsächlich einen freilassen, sodass man hier noch langlaufen kann. Das ist ja super. Zack, da kommt eine Tür hin. Und hier eine Wand. Hm.
Ja, doch, dann hat man mal ein bisschen. Bisschen Bewegung in den Gebäuden, das ist auch ganz schön. Kommen wir hier. Ah, schade. Das wäre herrlich gewesen. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Machen wir da mal gleich dicht. So, und ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr Platz. Was denn? Warum kann ich hier nicht bauen? Warum komme ich hier nicht lang? Was ist das für ein Glitch? So, so, so. So, 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 so. Ich müsste eigentlich nicht mal bis hier bauen, ey. Ich habe so viel Platz hier. Aber gut. So, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall zwei Schmelzen. Da wir jetzt ein bisschen mehr ausspucken hier. Können wir die Produktion gleich ein bisschen aufbohren, ist doch auch schön. So, und diesmal arbeiten wir auch mit Platz. Ist das nicht schön? So. Stehen die gerade falsch rum, kann das sein? Nee, richtig rum. Sehr schön. So, jetzt kommen wir hin. Erstmal Förderbahn-Splitter. Die stehen mittig, deswegen kann ich den schön so hinstellen. Einmal so und einmal so. Und hier werden wir jetzt schön sauber rumbauen. Allerdings bis. Ach komm, ehrlich? Ja, mach mal zu. Warum geht das mit dem ersten Klick, aber dann nicht mehr? Das ist doch doof. Das geht nicht. Ach komm schon. Jetzt gehen wir nochmal hier auf den Puffer, ey. Da haben wir einen Knick drin. Das ist doch nicht gerade, oder was? Will mir denn da was erzählen? Das sieht doch schon wieder zum Würgen aus. Warum kriegt der jetzt hier so einen einfachen Knick bitte nicht hin? So. Warum geht das nicht? Das ist doch affig. Und dann ist da ein Knick drin. Was ist denn das für ein Scheiß? Steht er hier so deplatziert? Das nervt mich ja. Ja, müssen wir es so machen. Also müssen wir nicht, aber als andere geht. Nee, das geht mir auch auf den Sack. Das ist doch scheiße. Und ich hätte hier gern Platz zum Durchlaufen. Gut, wir machen es einfach gleich so. Hier lang. So, eins, zwei. Und dann machen wir es einfach so. Und dann sieht es auch schick aus. Und vor allem kann man hier langlaufen. Gut, dann hauen wir hier bei der Fundamente lang. Für da hinten muss ich mir noch was überlegen. Das ist ja unschön. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Erstmal kommt das weg. Aber hier, das kriegen wir nicht alles weg. Das heißt, hier ist tatsächlich vorbei. Das ist ja ärgerlich. So, dann brauchen wir aber trotzdem erstmal wieder einen Fusionator. Wieder mittig dazu. Und du gibst nach da raus nachher. Sauber in die Mitte. Ich stehe im Weg. So. Und jetzt müssen wir das auf drei aufteilen. Das heißt, einmal den hier. So. Will ich hier nochmal einen Weg zum Durchlaufen? Eigentlich brauche ich keinen, oder? Das wäre Quatsch. So, dann kommt erstmal Draht. Dass hier jetzt dieser Knick ist, das nervt mich. Das ist ja mal äußerst ätzend. Das heißt, wir gehen hier auf die Mitte. Eins, zwei, drei. Du gehst dann nochmal weg.
So haben wir hier noch genug Platz zum Durchlaufen und kommen hier generell eigentlich ganz gut lang. So, dann ein Splitter. Ich hoffe einfach mal, dass die alle... Was brauchst du für... Für Kabel brauchen wir Draht, ne? Moment mal. Kabel braucht Draht, ja. Dann kommst du nochmal weg. Beziehungsweise der andere kommt weg. Der hier kommt wieder hin. Du machst dann den Draht. Und hier machen wir nochmal einen Splitter hin. Nee, ich will dich da auf Dings drauf haben. Zack, und dann kommt hier nochmal ein Konstruktor hin. So machen wir es. So. Direkt ranbauen können wir den nicht, aber wir können ihn direkt hier hinterbauen. Und dann ist wieder diese blöde Kiste im Weg. So. Dann sollte das passen. Jetzt steht der falsch, das ist unschön. Ja, die stand ja richtig. Irgendwie wirkt das unsauber, oder? Aber gut. So. Und du schickst dann den Spaß erstmal hier ums Eck. Und dann hier in den Container. Ach komm schon. Darin. Na ja, gut. Ausgerichtet ist ausgerichtet, ne? So. So. Und so. So, dann sind wir da sauber dran. Du schickst das hier vorbei. Komm, passt das noch? Ah, schade. Ich habe aber auch keine Luft mehr. Ich brauche den Platz hier. Aber gut. So. Hier auf der Höhe. Das ist natürlich ein ganz bescheuerter Knick. Aber okay, das passt trotzdem. Und du schickst das nachher erstmal so. Dann bis hier. Und dann machen wir hier einen Knick hin. Zack. Und das passt. Und ist immer noch ordentlicher als vorher. Ist das nicht ein Ding? So, hier machen wir Draht. Und hier machen wir Kupferblech. Und das ist ja trotzdem ganz schön. Können wir hier den Splitter hinmachen. Von hier da rein und von hier. Ne, so nicht. So auch nicht. Machen wir einmal so. Und dann haben wir eine schöne Rundung. Herrlich. Und alles passt hervorragend. Wir haben ihn da hinten so gedrängt und haben hier hinten so viel Platz. Naja, egal. So, hier kommt ein Tor rein. Gut. Und ich möchte mal einfach sagen, da ist scheiße, da machen wir auch noch eins hin. Und wenn wir hier eins haben, will ich auch da eins haben. Kann man hier gut laufen? Ja. Zack. Und dann läuft das. Sehr schön. Andersrum bitte. Schon wieder kein Beton mehr. Ich brech ab, ey. Nimm mit den Kram. Oh, seit wann wird denn das, ich wollte gerade sagen, so in Kisten gepackt? Ich bin echt voll. Das ist ja doll. Ich muss hier erstmal eine ganze Menge schreddern, glaube ich. Ach, und seht ihr, was ich noch machen wollte? Ich wollte hier noch ein Ticket reinschmeißen. Das machen wir jetzt nochmal noch.
Jetzt mal hier den Scheiß hier hin. Damit ich ein bisschen Platz habe. Und dann kommt hier von mir aus der Schwefel rein. Und wollte ich die restlichen Tickets. Hier. Zack. Ich hätte gerne einmal ein. Und den packen wir jetzt mal in den Schredder. Dann passiert angeblich was Schönes. Gucken wir doch mal. Es wird auf jeden Fall mittlerweile eine Menge geschreddert. Cyberwagen im Awesome Shop verfügbar. As a reward for your creative input, I have been given permission to grant you a gift. You can find it in the Awesome Store. Okay. I hope you like it. It was my first solo project. My first solo project? Da ist er. Ja, von wegen Geschenk. 20 kostet er. Das ist aber bei weitem nicht geschenkt. Dieser komische Cyberwagon von Tesla. Muss man mittlerweile aber bezahlen. Ich glaube, am Anfang gab es den gratis. Aber okay. Ist das eben so. So, du einmal raus. Haben wir hier noch irgendwas, was weg kann? Damit befülle ich gleich einmal die Manufaktoren. Manufaktoren sei schon. Konstruktoren. Ach, das sieht hier so aufgeräumt aus. Kennt man gar nicht. Der hat noch keinen Strom. So, du brauchst die, sollst du haben. Und du brauchst die. Brauche ich die nicht schreddern. Und du brauchst... Achso. Du machst Kabelkeule. Kabel. Und brauchst entsprechend Draht. Dann sind die schon mal befeuert. Und wir können weiter Wände bauen. Schön. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, wie ich das hier jetzt tatsächlich löse, weiß ich noch gar nicht. Das sieht ja ein bisschen blöd aus, ne? Also in jedem Fall lassen wir hier ein bisschen Platz. Hauer. Jetzt habe ich ja mal Scheiße gebaut. Das wird ja noch abenteuerlich. Ach, du tust nichts. Das ist ja alles easy peasy und suche. Ja, von hier kann ich ganz schlecht bauen, die Wand da, ne? In jedem Fall kann dann nachher hier dieser Ständer weg. Weil das Ganze dann ja hier durch die Halle läuft. Beziehungsweise über die Halle. Schön. Du musst leider weichen. Das tut mir ja leid, ne? Zack. Das letzte bisschen grün. Einfach geschreddert. Weg den Scheiß. So. So, jetzt könnte man überlegen, ob man hier das Stück Wand überhaupt braucht. Eigentlich brauchen wir das nur wegen dem Miner. Aber gut, bisschen Luft zum Atmen. Schadet vielleicht auch nichts. So, dann haben wir hier schon dicht. Die hier müssen dann weg. Die will ich in der Fabrik tatsächlich nicht haben. Doch, eigentlich doch. Die können da bleiben. Die können da bleiben, aber da muss noch ein Dach rauf. Was ist denn da los? Warum ist denn da kein Dach? Fehlt zum Glück nur hier. So. Jetzt passt's. Aber ansonsten kommen wieder die hier rein. Dass er das immer wieder dreht, ey. Nervig, nervig, nervig. Absolut nervig. Wie kommt das? Also habt ihr eine Idee? Wenn ihr wisst, warum das sich immer mal wegdreht, verratet mir das gerne. Ich bin da unglaublich neugierig, weil es mir so affenmäßig auf den Sack geht. So, eh gerade hier sind, können wir nochmal Platten holen. Oh, halt die Fresse. Erstmal einen Kaffee. So. Und intensiver Schluck, der ist voll dabei, der Mann. Und wenn wir eh schon da sind, gibt es die Obdach nochmal voll. Bevor ich gleich wieder ein ganzes Ende weg bin und nochmal wieder den Laufweg habe. Habe ich keine Lust drauf.
So, mehr Fenster. Da, da haben wir es wieder. Wieder verdreht, was soll denn das? Und gleich darüber nochmal. Es ist doch einfach nur nervig, was soll denn das? Zack, zack. Na komm. Na, hier ist ein bisschen eng, aber meine Güte. Hier geht auch nichts verschütt, ne? Dies passt. Und dann müssen wir hier gleich noch den Zugang machen zum Versorgungssystem. Geht ja schön sauber durch die Halle. So wie ich es ja eigentlich auch geplant hatte, ne? Wie viel Wasser hat die Zeit? Auch ein bisschen über eine halbe Stunde. Das kriegen wir doch fertig hier. Nachher noch die Decke reinziehen und dann ist das doch schon fast gegessen. So, Zeit für Strom. Zip. Hier läuft ja immer noch so planlos ein Stromkabel durch. Das muss ja nun nicht sein. Zack. Ja gut, das war jetzt Quatsch, das da wegzunehmen, aber okay. Und direkt gegenüber noch ein. Und weil es so schön war, hier auch noch ein. Doppelter Strommast, der läuft hier lang und dann darüber. Nach da. Hier muss auch noch fix alles wieder Strom kriegen. Zack, sitzt. Und dann noch den Schredder hier drüben wieder aktivieren, weil sonst ist ganz schön doof. Oh Gott. Epp. Und löppt. So. Was machst du hier? Zack. Im Weg. Dreckiges Grün. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Brauche ich da noch Strom lang? Eigentlich nicht. Hallo Internet. Sage ich nur, damit die Frau auch vorbereitet ist und nicht wieder Sachen sagt, die nicht das ganze Internet hören soll. Aber eigentlich juckt es sie auch kein Stück. Überhaupt nicht. Seht ihr? Ihr seid ihr völlig egal. Ist das nicht? Ja, auch das. So. Du nach da, du nach da, du nach da. Überall schön Strom. Und dann löppt das hier doch gleich. Eigentlich, wie ist denn das, wenn ich da jetzt Strom hinlege? Das beißt sich nirgends, dann reicht das auch so. Weil viel mehr Strom brauchen wir auch gar nicht. Das reicht schon so ziemlich aus, was wir hier haben. Oh, was ist das denn? Komm. So, du nach da. Und nach da. Ein bisschen komisch, aber nur ein bisschen. Und du nach da. Und dann brauchen wir noch die Schmelzen. Und dann löppt das doch schon. Schmelze 1. Und Schmelze 2. Achso, die wissen nicht, was sie machen sollen, ne? Das ist natürlich auch schlau. Zack. Und Kupferbahn. Losgeilert. Und dann haben wir doch gleich schon von allem genug. Die sind schon fleißig bei. Das füllt sich dann gleich wieder. Die sind ja auch schon ganz gut gefüllt. Ach, hier vorne müssen noch intelligente Splitter hin. Aha. Das muss ja alles nochmal weg hier. Weg, 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 weg. Ansonsten funktioniert das ja mit unserem Lagersystem nicht. Das wäre ja ganz doof. Dann müssen wir das hier nämlich auch gar nicht so machen. Zack. Und dann... Wie machen wir denn das? Das müssen wir ganz anders machen tatsächlich. Zack, zack, zack. Ja, das kann erstmal noch bleiben. Nee, das muss auch weg.
Wir müssen ja da hoch. Das weg. Das weg. Das weg. Und da kommen überall... Quatsch. Die Dinger hier ran. Eins und zwei und drei. Das hier wollte ich. Genau, da ist der Eingang. Nein, so. Na komm. Hä? Lass mich rollen. Warum snappt der da jetzt nicht? Jetzt. Dann. So. Und den logischerweise. Hey, das ist ja ganz doof. Dann müssen wir es doch anders machen. Eins, zwei, drei. Du musst dann doch weg. So. Ich will halt immer die Möglichkeit haben, auch hier vorne Ressourcen zu holen. Dass ich nicht immer da hinten hinrennen muss, wenn es dann unbedingt sein muss. So. Dann da hin. Hier ein hin und hier ein hin. Jetzt frage ich mich, ob der da angeschlossen ist oder nicht. Und ob der hier Sachen durchschicken würde. So. Du bist hier. Und dann daran. Du darüber. Und... Das ist ja doof. Ich will da zu den Container hinkommen können, ne? Das wäre mir ja schon ganz lieb. Dann machen wir so. Das nehmen wir einmal weg. Gehen wir nur bis hier. Und dann einmal daran. So. Und dann kommt man hier sauber durch. Hier will ich jetzt nicht unbedingt immer um die Ecke rennen müssen. So, kriegen wir hier? Ne, da kriegen wir keinen Lift hin. Aber wir kriegen hier einen hin. Nein, komme ich hier auch nicht mehr durch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das alles damit, dass da läuft, ne? Und ich weiß noch nicht mal, ob das läuft. Machen wir hier mittlerer Ausgang, machen wir Kabel. Dann will ich sehen, ob das da oben ankommt. Zack. Und? Nix geht durch. Ist zu eng. Scheiße. Ja, ein zurück. Dann wird das doch hier schon wieder eng. Ach, scheiß, ey. Scheiß, scheiß, scheiß. Scheiß, 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 scheiß. Das geht auch nicht. Das ist ja mal absoluter Mist. Kann ich da einfach darüber? Ein Rand vielleicht noch? Gibt nur so oder so, ne? Na komm. Ach, der ist auch falsch rum dran, sehe ich gerade. So. Okay. Das sollte gehen. Dann passt das auf jeden Fall. Dann geht es da hoch. Die Frage ist, kommt es da an? Das gehen wir jetzt erstmal gucken. Hm, hier lang. Ist auch geil hier mit der Treppe, ey. Mann, kommt man da scheiße hoch. Und da das eine Tor ist, auch total sinnbefreit. Aber okay. So, kommen hier oben. Kabel an, ist die Frage. Erstmal Fusionator hier hin. Zack. Der das Ganze nach da weiter schickt. Ja, funktioniert. Sehr schön.
Das funktioniert. So. Und so. Ihr dürft dann auch weiter. Nee, er ist hier. Ach ja, der sitzt noch falsch rum dran. Dumm gelaufen, Magus. Und jetzt kann ich doch eigentlich, ich kann doch einmal hier. So. Da sparen wir uns so einen Haufen Rennerei. Das heißt, du kommst nochmal weg und du kommst nochmal weg und du kommst nochmal. Ja, du musst auch nochmal weg. Stimmt tatsächlich. Und du auch. So. Dann wieder den Splitter. Und zwar den intelligenten. So passt hoffentlich. Und dann da nach oben. Müsste so sein. Dann sitzt er da schon mal sauber dran. Das passt auch. Und dann brauchen wir hier noch einen. Der von hier kriegt. Machen wir hier erstmal mal so einen hin. Damit wir da durchlaufen können. Und den nach da. Dann sollte das zumindest erstmal passen. So, mittlerer Ausgang sind dann. Wie heißen die? Kupferbleche, genau. Nee, mittlerer Ausgang ist der Overflow. Scheiße. So, linker Ausgang. Kupferblech. Und mittlerer Ausgang Overflow. Jetzt habe ich es. So. Ob ich das alles hier wegkriege, ist die Frage. So. Und. So. Und. Ach komm. Und so. Gut. Das klappt schon mal. Wie? Mehr Kupferblech ist noch nicht da? Was ist denn hier los? Der produziert so langsam. Naja, gut. Dann ist das so. Jetzt muss auch erstmal der Container hier voll, bevor sich überhaupt irgendwas tut. Aber es geht relativ zackig. So, und wie mache ich das am Ende mit dir? Und ich will mal einmal sehen. Oh, da ist hier gar kein Durchkommen mehr, ne? Doch, gerade so. Aber den kriege ich hier garantiert nicht ran. Pff, ja. Das geht, ja? Was für ein Affe. Wie affig ist das denn? Dass das geht. Naja, gut. Dann müssen wir uns hier einmal was überlegen. Wie scheiße. Wie scheiße ist das denn? Können wir die hier natürlich draufsetzen. Dann sehen wir das Gras nicht mehr so. Da ist Kotzgrenze. Ja, aber anders geht's nicht, ne? Was wir's machen? Was willst du machen? Irgendwie müssen wir das hier rumbekommen. So, und dann so. Und dann kommt das doch hin. Ja, und das hier bringt am Ende auch nichts. So, und dann. Na, da hatte ich's. Aber nicht so. Nicht so, nicht so. Wenn wir es schon einheitlich hässlich haben. Nee, so. Ja. Und dann Rinder. Wenigstens einheitlich hässlich. So, jetzt wird das am Ende doch noch enger als gedacht. Und nur damit das da oben vernünftig gegenpasst.
Snap. Das funktioniert. Die nochmal weg. Das funktioniert auch. Sauber. Glasfundament. Die können wir mal alle einheitlich machen. Dass die Strebe in der Mitte ist. So, dass sich die auch ständig drehen, ist auch... Das sind so die Kleinigkeiten, die mich noch nerven, ne? So, dann komme ich zumindest hier hinten ran. Wenn die dann mal irgendwann voll sind. Warum ich das noch hier drin liegen habe, weiß ich nicht. So, aber das läuft jetzt hier alles einwandfrei voll. Ihr produziert alle fleißig durch. Und ich bin glücklich. So, baue ich hier jetzt genauso wie da noch eine Etage drauf? Eigentlich unnötig. Ich brauche hier erstmal Wände. Hier brauche ich erstmal Wände. Was wir machen können? Ach, es kommt, ist eh kein Hinkommen vernünftig, weißt du? Wir machen einmal so. Und einmal so. Dann kommt man hier schon mal durch. Und dann kann man hier auch hier hinten hinlaufen. Sehr schön, Gott. Und dann machen wir jetzt tatsächlich einfach so und so. Was für ein Scheiß. Okay, machen wir doch nicht. Da kommen Wände hin und gut ist. Wände. Wände. Brauche ich hier hinten eine Wand? Ja, ich brauche hier eine Wand. Ach komm. So ist richtig. Kommen wir hier hoch. Boah. Wahnsinn. Ich habe nicht damit gerechnet. Zack. 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 Und... Ach komm. Was ist denn da jetzt das Problem? Ernsthaft? Na komm. Einmal hier drüber und gut ist. Und dann setzen wir hier nämlich einfach die Dinger hin. Zack. Was ist jetzt dein Problem? So und so. Und ist da einfach nur eine kleine Ausbeulung und gut ist. Da machen wir noch Wände draus. Damit es nicht ganz so bescheuert aussieht. Die nach Möglichkeit richtig rum sein sollten. Und dann ist die Hütte fertig hier. Platten drauf und aus die Maus. Warum soll ich die höher bauen, als ich muss? Deswegen. Weil da ja der meine ist. Oh, Autosave. Stunde fast rum. Weil da ja der meine ist. Dann machen wir erstmal hier. Hier machen wir auf jeden Fall dicht. So, im gleichen Atemzug haben wir dann auch gleich unsere Kupferproduktion an die Dings angeschlossen. An die... an das Zentrallager. Ist doch auch schön. Alles in einem Abwasch. Herrlich. Unsere Produktion verschlimmbessert vom Aufbau her. Ungültiges Ziel. Warum? Ah, ja. I see. That's a problem. Das machen wir anders. Das kriegen wir schon hin. Daran soll es sich hapern. Daran soll es am Ende nicht hapern. Die hier müssen nochmal weg. Und du auch. Und dann kommen... Welche sind denn das dann? Die sind dann ganz oben, ne? Ja, scheiße. Kann ich eigentlich nur die ganz dicken nehmen? Das ist ja scheiße. Und sowas ist auch Mist. Dann wird das abfallen, das Dach. Das ist da wieder scheiße. Ach Mann, ey. Muss ich jetzt Eisen noch ein Stückchen höher nehmen? Ja. Aus Ästhetikgründen muss das alles wieder weg hier. Naja, gut. Manchmal ist das so. Sonst sieht das am Ende einfach scheiße aus. Das wollen wir auch nicht.
gibt nichts Schlimmeres als hässliche Fabrikhallen. Zumindest in Satisfactory. So. Und nochmal eine Reihe Wände drauf und dann ist es gut. Da wollen wir jetzt auch nicht geizen. Dann haben wir auch gleich den Miner drin. Müssen uns das Elend nicht mehr angucken. Außer der ist natürlich noch höher als 4. Das wäre dann reichlich doof. Dann wäre ich vielleicht sogar ein bisschen angefressen. Na komm. Da lang. Da lang. So. Und dann passt das auch. Ecke und Kante. Ich sollte mal gucken, wo ich hinlaufe, oder? Zack, zack, zack. Das läppt. Oder auch nicht. Jetzt fehlen hier Eisenplatten. Männer. Aber die haben wir ja hier. Hier ist kein Eingang. Warum ist hier kein Eingang? Ich will hier einen haben, definitiv. Aber den richtigen, bitte. Zack. Und dann sind hier nicht mal die Eisenplatten, die ich suche. Die sind nämlich hier. Voll. Holen wir auch gleich Beton, wenn wir schon dabei sind. Ich habe tatsächlich noch keine Ahnung, wie ich die hier ans Zentrallager rankriege. Die stehen da ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Fenster. Fertig. Wo fehlen denn jetzt noch? Hä? Wo war ich denn jetzt gerade? Da sind drei. Da hinten waren wir. Das passt. Und dann sind wir doch auch schon rum. Deckel drauf, Klappe zu, Affe tot. Tatsächlich ist er nochmal ein Schlag höher. Ich werd verrückt, ey. Das kriegt dann aber so ein Finish hier. Das ist ja wohl unerträglich. So, das sollte reichen. Na komm. Och bitte. Geh mir mal noch auf den Schlons hier. So. Aber jetzt doch bitte, oder was? Jetzt passt das. Sehr schön. Wo stehe ich denn hier, dass ich hier die ganze Zeit abrutsche? Meine Güte. So ein Miner ist mal ganz schön groß, ne? Muss man ja mal sagen. So, dazu dann die Fundamente hier. Ne, das ist ja auch Tinnif. Ach ne, brauche ich ja nur so eine Rampe ranbauen. Ha. Warum habe ich denn da vorne so kompliziert gedacht? Manchmal bin ich auch strunzend dumm. So. Und jetzt. Ja, so ist in Ordnung. Das passt. Hätte ich da hinten auch schon machen können. Ärgerlich. Nee, hätte ich nicht. Da sind die Dinger ja am Weg. Hätte ich nicht. Kommando zurück. Ich bin nur halb so dumm, wie ich dachte. Da. Und da. Natürlich habe ich mal wieder zwei beieinander. Ach, Markus. So, hier hinten ist schon dicht. Schön. Und dann ist die Halle doch tatsächlich fertig. Und hat hier so einen schönen Knick drin. Quasi eine Vorhalle. Schön. Schön. So, bauen wir hier noch fertig. Und dann hat sich das doch. Hat auch nur eine Stunde gedauert. Für ein bisschen Verkleidung. Ah, schon wieder so ein Dreher, ey. Scheißding. Zack, zack, zack. Ne, und hier geht es dann wieder über etliche Stücke einwandfrei. Ich weiß nicht, was das soll. Huhuhu, ist das hier schön eng. Ist das hier schön eng. Herrlich. Und schon wieder Kupfer weg.
Ja, der Kupfer sei schon Beton. Kann ich gleich die nächste Ladung holen. Na. Komm. 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 Ich will mich nicht mehr bewegen. So. Drei könnte ich noch, aber drauf geschissen. Cool. Nein. Aus Prinzip, ne? So. Jetzt ist auch egal. So, noch ein paar Platten wieder dazu. Und Beton. Nix als Beton. Und einmal voll machen. So, bevor ich jetzt nach da hinten renne und wieder zurück, setzen wir doch gleich das Dach auf, oder was? Das ist, glaube ich, die größte Halle hier, die ich bisher habe, oder? Ich meine, mit drei Manufaktoren drin möchte man das auch behaupten. Oder hoffen. Oder glauben, oder was auch immer. Und wieder löschen. Scheiße. Ach, die eigene Blödheit, die mich beißt, ey. Mann, Mann, Mann. Und alles nur, weil es so eng ist. Wieso habt ihr eigentlich alle keinen Strom? Was ist denn hier los? Warum arbeitet ihr nicht? Was ist hier los? No Power? Wieso habt ihr denn keine Power? Hä? Ja, clever, Markus. Strom nicht anschließen. Richtig gut. Richtig gut. Das läuft. Oh Mann, ey. Zack, zack, zack. Boah, wie man von hier tatsächlich die ganze Fabrik quasi bauen kann. Zumindest die Überdachung. Na komm. Herrlichst. So ein bisschen erhöhte Position und schon ist schön. Zack, zack, zack. So, tatsächlich fehlt mir ja so ein bisschen Deko immer, ne? Ich glaube, die werde ich hier nachträglich nochmal irgendwie so ein paar Rohre oder so reinballern. Einfach nur, weil ich es kann. Keinen tieferen Zweck, einfach nur soll so aussehen, als ob. Weil alles muss ja mal irgendwie gekühlt werden. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Und dann sind wir auch schon nicht da, wie ich denn das gedacht habe, aber okay. Na komm. Hüpf auf da jetzt. Mann. Kann auch angehen. Ich werde unkonzentriert. Nicht gut. Aber gut, dass die Folge so ziemlich rum ist und wir das geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber gut. Ich denke öfter mal, dass es nicht so lange dauert, wie ich dachte. So. Dich noch dahin. Na komm. Zack. Da ist auch alles fertig. Die Halle steht. Schön. Und wir können sogar immer noch durchlaufen. Wahnsinn. Hier ist ein bisschen Kuddelmuddel. Aber gut. Was habe ich mir denn hierbei gedacht, ey? Meine Güte. Aber es liegt wahrscheinlich an der Aufteilung. Schön. Schön, 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 schön. Zwei Hallen, ein etwas enger Weg, aber ein Weg. Das ist alles angeschlossen, das ist alles angeschlossen. Das zentrale Verwaltungssystem läuft quasi. Hier geht alles immer ein bisschen weg. Den Scheiß sammeln wir noch wieder auf. Mycelium geht nicht mehr. Okay, ein bisschen was schreddern wir jetzt offensichtlich. Was habe ich denn hier alles drin, ey? Kupfer noch so viel. Weg, weg. Die Rohre brauche ich auch nicht. Ich brauche keine 300 Kabel, das ist auch Blödsinn. Wovon habe ich denn hier noch so viel, dass ich nicht brauche? Ja, Stahlbeton kann man immer gebrauchen. Und ansonsten gar nicht mal so viel, dass ich nicht brauche. Hm. Das ist ja ein Ärgernis. Jetzt habe ich vier Felder frei, der Wahnsinn. Meine Fresse. Da liegen nochmal 99 Kabel. Die kommen auch gleich in den Turm hier.
Soll ich mit so viel Kabeln? Nee, die KI-Limiter sind mir auch egal. So viele brauche ich davon nicht und da müssten mittlerweile echt viele da sein. Noch mehr Kabel. Wie viel habe ich jetzt noch? 100 habe ich noch da. Mehr als 100 brauche ich auch nicht über Hand. So viel Strom verlegt man ja nun auch nicht. Jetzt liegt da noch dieses blöde Mycelium. Eisenstangen. Wie moridet. Ganz schön viel Kupferkram hier. So, ist hier hinten noch was drin jetzt? Bei meinem Stahl? Wir gucken mal. Nee. Da sollte ich das vielleicht auch noch mal ein bisschen umbauen. So, dass hier auch noch so ein Limiter rankommt. Also so ein Overflow-Teil. Ich meine, das funktioniert ja eigentlich alles einwandfrei und es sieht doch ganz cool aus. Aber dass ich dann hier gar nichts liegen habe, finde ich auch doof. Ich will auch nicht jedes Mal nach unten rennen müssen. Ich halte mir gerne Optionen frei. Zack. Aber gut. Wir haben genug Platz, dass wir den Kram einpacken können. Wir können jetzt zum Weltraumlift laufen, so mehr oder minder. Eher minder als mehr. Also tendenziell gar nicht. Wieso liegt denn hier schon wieder Sam Erz? Es liegt da gefühlt andauernd rum. So, wir bauen hier mal einen Weg lang. So. Na komm. Und so. Na, kriegen wir noch einen daneben? Ne, nicht genug Freiraum. Ist der Scheiß auch noch im Weg? Schlag. Oh, da war nicht mehr viel drin. So, jetzt habe ich noch mehr Scheiß im Inventar, die ich nicht brauche. Auch schön. So. Die, na. Oh, das ist der falsche. Ich wundere mich, warum ich den nicht drehen kann. Und dann steht das auch. Ist ja herrlich. Und wenn wir hier schon mal Blödsinn machen, dann können wir das hier auch gleich machen. Zack. Mal doch hier mal so ein Ständerwerk hin. Und bauen hier gleich ein bisschen rüber. Zack, zack, zack. Zack. Kommt hier auch gleich mal ein bisschen Ordnung rein. Was ist denn das hier? Muss mich rollen oder was? Na, lass. Weg damit. So. So, 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 so. Und den würde ich da tatsächlich so stehen lassen. Ich will da unten nicht so ein riesen Fundament haben, das ich eigentlich gar nicht brauche. So sieht das doch ganz cool aus. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal von oben an. Na, macht doch gleich viel mehr her, oder? Oh, das war dumm. Das war reichlich dumm. Aber macht nichts. Der Scheiß ist damit auch abgedeckt. Herrlich. Und jetzt kann ich euch mal was zeigen. Das sind wir beim letzten Mal ja nicht zu gekommen, glaube ich zumindest. Und das ist auch das Letzte, was wir heute machen, tatsächlich. Denn ist Feierabend. Wir sind schon wieder ordentlich drüber. So. So, wieder mal sinnlos durch die Gegend fallen. Fein, fein. Ich habe nämlich Platz geschaffen. Ich habe eine Menge Platz geschaffen. Ich habe hier vor allem zugemacht, dass ich hier nicht mehr in den Lokus reinrennen kann. Und dann habe ich hier hinten Platz. Ganz viel Platz. Ist das nicht herrlich? Und ihr wundert euch, wo ist die Kohle hin? Die Kohle habe ich tatsächlich versenkt. Die läuft hier unten lang. Einmal so Glasfront lang gemacht und hier läuft die gesamte Kohle für die Kohlekraftwerke lang. Und das werde ich zukünftig, glaube ich, öfter so machen. Ne, es braucht tatsächlich genau 3 Platten Höhe. Das heißt, wenn ich hier den dicken 9er baue, die ich jetzt gerade irgendwie nicht raufsetzen kann, warum auch immer, da. Ne, reicht das genau
um die Fließbänder einmal so zu verstecken. Man könnte quasi auch drei Stück nebeneinander machen. Und so werde ich die jetzt eins öfter verstecken. Ne, hier sieht man das nochmal. Passen. Genau hier lang. Ne, sieht ein bisschen komisch aus. An den Grenzstücken immer. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Damit kann ich leben. Und dann können wir hier uns die nächsten Folgen richtig schön austoben. Haben wir ordentlich Platz. Von hier sieht es ja auch ein bisschen cool aus, ne? Gefällt mir ja. Schicki, schicki, schick. Mittlerweile ist das Ding echt relativ groß geworden. Und da drin liegt noch eine gelbe Schnecke, die ich mir eigentlich nochmal holen wollte. Wo ich aber bisher noch nicht so richtig rangekommen bin. Beziehungsweise mir nicht die Mühe gegeben habe, da überhaupt hinzurennen. Naja, auf jeden Fall läuft dann hier die Kohle schön lang. Und dann haben wir hier nochmal eine Tür. Hier sieht man das auch nochmal. Hier läuft das alles hin. Und geht dann letztendlich hier oben. Einfach nur hoch und dann ist gut. Ne? Hier sind ein paar Platten drüber gebaut. Sieht alles gar nicht scheiße aus. Und läuft dann sauber verlegt hier hinten den Weg lang. Schön, 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 schön. Auch hier entsteht demnächst eine schöne große Freifläche, auf der wir bauen können. Und hier kommen dann als erstes, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Moment, was fehlt denn jetzt noch? Für Stufe 3, Manufaktor, bauen wir einen hin da. Die automatische Verkabelung, die kommt dann nächste Folge. Stator, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für einen Stator brauchte. Was brauchte ich denn da? Stahlrohre und Draht. Okay, wie viel brauche ich? 2,5 Statoren. Wo baue ich den Statoren? Hier hinten, glaube ich, ne? Bauen wir hier Statoren? Ich weiß es nicht. Ich habe hier keine Treppe hoch hier vorne. Das ist doof. Das soll ich nochmal ändern. Dass das von allen Seiten ein bisschen zugänglich wird. So, bauen wir hier Statoren? Das bleibt die große Frage. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Hier bauen wir KI-Begrenzer. Und hier drauf bauen wir gar nichts mehr. Wieso ist hier eigentlich keine Wand drin? Was ist denn das für ein Quatsch? Nur so halb fertig. Unerhört. Zack, zack, zack. Das geht ja so nicht, ne? Das ist ja an der Idee vorbei. So. Viel mehr kann ich davon jetzt auch nicht bauen. Aber gut, dann haben wir hier hinten wahrscheinlich die Statoren. An dieser durchaus auch recht großen Halle, die noch viel stärker zugebaut ist. So, hier unten glaube ich Rotoren. Jep, und dann sind das hier oben Statoren. Und wie viel kommen denn da raus, ist die Frage. Manufaktor und... Nee, bauen wir Motoren. Aus Statoren. Hier bauen wir Stator. Oder? Nee, hier bauen wir Rotor. Wo bauen wir den Stator? Hier. 2,5... Die Minute kommen dabei raus. Aus Stahlrohren und Draht. Och, das bauen wir nochmal neu. Das ist eigentlich das Problem. Das ist ja recht minimalistisch. Nur, dass wir uns beim nächsten Mal ein bisschen mehr Platz nehmen. Ne? Hier liegt auch alles proppevoll. Hier sind auch die Fließbänder voll. Das heißt, wir können auch mal ein bisschen was wegnehmen. Die Miner hinten werden wir nochmal über... die werden wir... Oh, das sieht ja auch ganz nett aus, ne? Das könnte man auch so machen. Und hier oben werde ich das wohl auch so weitermachen müssen, weil sonst wäre das ein bisschen doof. Aber vielleicht richtig rum. So. So. Ja, bauen wir da hinten dann einfach nochmal rum hin. Machen wir nächste Folge. Und ja, dann danke ich euch mal wieder fürs Zugucken, würde ich sagen. Ne? Ich verabschiede euch, mich aus meiner etwas überfüllten Fabrik mittlerweile. Also wenn ich so offline baue, habe ich das Gefühl, meine Bauten werden schöner. Irgendwie finde ich das hier immer noch echt schick.
Ja, das sieht alles irgendwie ein bisschen ordentlicher aus. Aber naja. Aber ihr dürft euch freuen. Ne? Wie gesagt, da hinten nehme ich mir mehr Platz. Da kommt ein bisschen mehr hin. Hier kommt vielleicht noch... Ne, kommt nichts mehr hin. Ups. Ja. Aber hier kommt dann das nächste Gebäude hin. Der kann erstmal weg. Entweder hier oder da. Vielleicht lasse ich hier auch ein bisschen Platz. Bauen wir hier einen Bahnhof hin. Ein Bahnhof? Ja. Hier könnten wir Platz für einen Bahnhof lassen. Dann bauen wir da hinten hin. Ich weiß zwar nicht, was ich hier mit einem Bahnhof soll, aber erstmal haben, ne? Wie das so ist, oft ist bei Satisfactory. Mua. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, die neue Designentscheidung da hinten gefällt euch halbwegs. Es wird hier langsam ein bisschen voll. Und tatsächlich sieht die Bauweise mittlerweile ein bisschen monoton aus. Ich müsste mir hier mal was Neues überlegen. Immer nur diese Glaskäfige. Irgendwie ist das nicht das Gelbe von Ei. Ne? Das wiederholt sich langsam ein bisschen zu sehr. Ich muss da mal ein bisschen Bewegung reinbringen. Mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht habt ihr Vorschläge unten in die Kommentare. Immer feuerfrei. Ihr wisst, ich lese das gerne. Ne? Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdt.